Hallo, ich bin die Nadine aus dem Marabu Kundenservice. Marmorieren ist eine geniale Technik, die man für verschiedene Bastelprojekte einsetzen kann. Papier bis DIN A5 lässt sich problemlos in einem Wasserbehälter tauchmarmorieren. Heute zeige ich euch, wie man in einer flachen Schale marmoriert und wann ein Kleistergrund sinnvoll ist. Ein Marmoriergrund hat den Vorteil, dass ich auch leichter Strohseide, Japanpapier oder Papiertüten marmorieren kann. Die Verdickung des Wassers wirkt stabilisierend und verhindert, dass das Papier absinkt. Mit einem Marmoriergrund kann ich übrigens auch Stoffe marmorieren. Für Papierformate größer als DIN A5 verwendet man besser einen flachen Behälter. Ist das Papier stabil, könnt ihr problemlos auf Wasser marmorieren. Im Gegensatz zum Tauchmarmorieren kann ich das Muster besser beeinflussen, da ich das Papier flach auflege und nicht schräg eintauchen muss. Und ich kann beim flachen Marmorieren auch mehrere Papierstücke mit demselben Muster marmorieren. Ihr könnt den Grund aus Tapetenkleister anrühren oder auch aus Mehl und Wasser. Auf jedem Marmoriergrund verhalten sich die Farben etwas anders und auch die Farbtöne reagieren ganz unterschiedlich. Zum Beispiel ergeben sich manchmal Reißeffekte. Wichtig ist, dass der Marmoriergrund noch flüssig ist und nicht zu sehr andickt. Ihr braucht eine flache Plastikbox, ein Tablett, ein altes Backblech oder etwas Ähnliches. Ihr könnt den Behälter mit Folie vor Flecken schützen. Gebt den Kleister in die flache Schale und wartet, bis die Luftblasen platzen oder stecht sie auf. Tropft die Farbe direkt aus dem Glas auf die Oberfläche. Je größer die Fläche, desto mehr Farbe benötigt ihr. Je mehr Farbe, desto farbintensiver wird die Marmorierung und desto länger bleibt die Farbe offen. Mit einem Holzstäbchen sofort ein Marmoriermuster ziehen. Am besten von innen nach außen ziehen, denn die Ränder trocknen als erstes. Das Papier vorsichtig auf das Muster legen und kurz warten, bis sich das Material mit Farbe vollgesogen hat. Dann das Papier abnehmen und den überschüssigen Kleister sofort unter fließend kaltem Wasserstrahl abspülen. Nicht abreiben. Trocknen lassen. Fertig. Zum Schluss den überschüssigen Farbfilm vorsichtig mit einem Stück Altpapier abziehen. Oder ihr legt ein Papiertuch auf, damit ihr sauber weiter marmorieren könnt. Denn Farbreste auf der Wasseroberfläche verhindern, dass sich die neue Farbe gleichmäßig verteilt. Nach 7 bis 10 Marmoriergängen solltet ihr den Kleistergrund erneuern. Mit eurem marmorierten Papier könnt ihr Bücher einbinden, Schachteln falten, Karten gestalten, Formen ausstanzen, Geschenke verpacken und viele andere schöne Dinge mehr gestalten. Viel Spaß!